Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Taufen unter Daunka anzunehmen bei Wartuk Eiskind in der Drachenöde an dieser Position. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5, bin mir aber ziemlich sicher, das Video hilft euch auch in WoTLK Classic. Bei dieser Quest ist nicht sehr viel zu tun, einfach in dieses Lager laufen. Und hier seht ihr diesen NPC, der patrouilliert hier ein bisschen. Müsst ihr beim Abgeben schauen, wo er gerade steht oder wo sie gerade steht. Anscheinend patrouilliert sich hier im Kreis. Vielleicht ist sie verwirrt, keine Ahnung. Quest ist abzugeben bei abgesandter Leuchthuf in der Drachenöde, an dieser Position bzw. in diesem Gebiet, die patrouilliert ja. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch mal da vorbeizuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!